Ja, anstatt guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Ich bin gerade dabei zu packen. Ja, das heißt gerade dabei, ich bin fertig, kontrolliere nochmal, ob ich alles habe. Das, was wichtig ist, was ich brauche. Ja, dann würde ich sagen, kann die Reise gleich losgehen. Medikamente sind alles da, Geld ist da, Reisepass auch. Ja, wollen wir mal gucken. Alle Fenster zu. Das merkt man gleich, wenn kein Wind mehr durch die Butze geht. Da läuft dann das Wasser. Ja, Tauwetter für Dicke eben, ne? Das Wetter ist normal. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal los auf die Reise. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir auch für 4 Wochen. Ich freue mich schon. Ihr könnt live dabei sein. Für euch dauert das Ganze vielleicht 10 Minuten. Für mich dauert das Ganze jetzt 8 Stunden. Aber egal, ich mach's gerne. Und ich mache das auch, weil es mir Spaß macht. Ja. Sieht man. Nein, sieht man zum Glück nicht. Ich schwitze wie ein Bekloppter. So. Schon wieder eine Minute gelabert. Ich lasse euch jetzt erstmal in Ruhe. Und melde mich dann, ja, mal gucken, aus dem Auto, vom Flughafen, vom Parkplatz. Schauen wir mal. Alles klar, Leute. Oh, Leute, kennt ihr das? Ja, sorry, schon wieder scheiß Bild, aber ich versuche es in guter Qualität diesmal zu laden. Vielleicht wird es ja was. Aber ist halt Dünkel. Kennt ihr das, wenn ihr euch die Zähne frisch geputzt habt und dann was trinkt? Mir gerade so eine schöne Büchse Energy aufgemacht. Ja, schön hier, diese mit Wassermelone Geschmack. Schmeckt jetzt halt nur nach allem anderen, nur nicht nach Wassermelone. Es ist einfach nur pervers, bitter und Aber egal, es geht nach Alanya. Tja, wieder typisch A7 hier. Ja, Hildesheim, Dresdenstedt hier, Salzgitter, Derneburg. Baustelle, Baustelle, Baustelle. Ich glaube, das Ding wird in 100 Jahren noch existieren hier. Das Schlimme ist, man sieht ja auch nicht, dass hier irgendwas passiert, ja? Rückenschäden, ja. Hier, manche haben hier Kopfschäden. Das ist Niedersachsen, ehrlich, ne? Für jeden Rotz Geld ausgeben, aber hier Straßensanierung oder was. Ja, das hört sich an, als ob man hier mit dem Zug fährt, ne? Lange das hier noch so weitergeht. Ich beneide ja immer so die Leute, die das schaffen, so von Deutschland in die Türkei zu fahren mit dem Auto, ja, so über 3000 Kilometer. Boah, wie macht ihr das? Ehrlich, wie schafft ihr das? Ich hatte zum Beispiel das letzte Mal, als ich da war, hatte ich jemanden kennengelernt, der kam aus Hamburg, ja. Der sagte, er ist einen Tag durchgefahren. Durchgefahren, 3300 Kilometer. Mir brennt jetzt schon die Muffe nach, keine Ahnung, 50. Ist das so? Boah, ich ziehe echt einen Hut vor euch, Leute, die ihr wirklich mit dem Auto in die Türkei fahrt. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich das mache, aber nein, ich verkaufe hier lieber alles und kaufe mir dann unten irgendeine alte Möhre. Ja. Erstmal musst du ja sowieso nach 2 Jahren mit dem Auto wieder raus und ach ne. Boah, Leute, ehrlich, dann lieber 3,5 Stunden fliegen. Aber 3300 Kilometer mit dem Auto fahren, ich würde kaputt gehen. Na, ich fahr doch durch. Oder was kann jetzt noch schief gehen? Eye of the Tiger. Ach Leute, das Leben kann so schön sein, oder? Spaß muss sein. So, meine Lieben. Ja, ich weiß. Weg damit. Bin jetzt am Parkplatz angekommen. Zora ist da. Heil angekommen, wie immer. Ja. Ich tanke immer. Ich parke hier immer bei Park und Geiz. Ist recht. Was heißt günstig? Ne? Günstig ist anders, aber ich bezahle jetzt hier für 4 Wochen Parken 92 Euro. Mein Gott. Andersrum. Hätte ich mich auch fahren lassen können, oder mit dem Zug fahren ist ja, dieses Ticket ist ja mit dabei bei der Buchung. Nein, ich rauche jetzt nicht. Und ich gönne mir den Luxus. So weiß ich wenigstens, dass mein Auto hier in guten Händen ist. Ist alles überwacht. Kamera überwacht und
Steht eben im Freien. Ach Leute, jetzt geht das Gewarte los. Aber in nicht ganz 3 Stunden sitzen wir schon mit dem Popo im Flieger und fliegen gen Antalya. Tja Leute, wenn man so doof ist wie ich und ehrlich ist, dann sagt man beim Check-in, ich wurde frisch operiert, gib mir bitte einen Notausgang, Katz. Tja, die gute Frau sagt, nein, das geht nicht. Egal. Tja, jetzt kann ich nur hoffen, dass da noch irgendwann ein Platz am Notausgang frei ist. Da ist er. Jetzt kann ich halt nur hoffen, dass ein Platz am Notausgang frei ist. Und ich mich dann so hinsetzen darf da. Naja, manchmal besser die Fresse zu halten. Oh, Leute, ihr habt ein wirklich nettes Treffen gehabt mit Salvatore und seiner Frau. Ein nettes Pärchen, mit dem ich gerade Kontakt hatte. Und kannst du mal einen Blick vielen, vielen, vielen Dank für euer Geschenk. Ich mache das gerne in Alanya auf. Du warst jetzt Covid-Station, ne? Gucken. Bis dahin ist es ja noch ein kleiner Weg. Jo Leute, wir haben es 20 nach 2. In einer guten Stunde geht der Flieger. Netten Mann kennengelernt, der den Hut davor zieht, dass ich auswandern will. Wir haben uns gut unterhalten bis jetzt. Der Kollege sitzt gerade hier, sitzt, aber ist auf Toilette gegangen. Da muss man verstehen auch, dass die Leute dann nicht mit aufs Video wollen. Ja. Ich überlege, ob ich das Video zweiteile, ob es dann zu lang wird. Warten wir mal ab. Ja, alles klar. Tja, hat mir auch keiner nach Geld gefragt. Also, habe ich es auch nicht angegeben. Scheißegal. Tja, Leute, das wird langsam voll. Aber das sind alles Leute, die nach Istanbul fliegen. Der Abflug geht 12. Da stehen höchstens 10 Stühle oder so. Ja, ein bisschen knapp. Auch für mich. Lange stehen ist er nicht mehr. Geschuldet dem Alkohol. Polyneuropathie. Tja. So ist das. Deswegen sage ich ja, ich habe gelebt. Jetzt wird Zeit für Leben. Und zwar ruhiges Leben. Habe ich nicht gesagt, ich stehe auf Rot? Ja, so schnell wird das Rot-Grün. Egal, waren im Angebot. Haben sie runtergesetzt. Gefallen mir, kaufe ich, fertig. Ich lege mich da nicht fest. Wenn es Rot gewesen wäre, hätte ich auch in Rot gekauft. Aber gab es halt nicht in Rot. Von daher. So sieht das im Flieger aus. So lange geht natürlich nicht. Aber egal.
faszinierend aus. Die Berge da hinten, die Wolken davor. Hammer, oder? Ich hoffe, es ist nicht zu hell. Zollfreie Einkäufe gab es nicht. Sprich, keine Alkohol, keine Zigaretten, kein gar nichts. Ob das jetzt nur hier so der Fall war oder ob das in den nächsten Flügen auch so sein wird, kann ich euch nicht sagen. Aber der Steward meinte, am Flughafen könnte man dann shoppen. Naja, warten wir mal ab. Noch gelaufen ist. Aber egal, ich bin einfach nur müde. Hat für mich keiner geklatscht. Ah, ja, egal. Nein, ist gut so. Ist ja nur, dass die Leute sehen, dass hier Kameras sind, wo Temperatur gemessen wird. Alles gut. So, angekommen. Schön kalt hier im Flughafen. So, müssen wir mal gucken, dass wir unsere Koffer noch kriegen. Aber ansonsten habt ihr gesehen, Fieber gemessen, überall diese Abstandsregelung gibt es immer noch, diese Desinfektionsautomaten, überall 83, 84, stehen sogar Nummern drauf. Ja, das ist hier, okay. Gut, das ist hier. Oder 83.
84. Leute, alles gut. Ja, warte. Mein Transferbus ist auch da. Und zwar habe ich ja bei 247transfer.com gebucht. 50 Euro vom Flughafen Antalya nach Alanya mit VIP-Service hier. Man lebt nur einmal, man gönnt sich ja sonst nichts. Oh, Leute, hier ist warm. Sicher. Ich werde noch weiter reinreden, pass auf. Du? Ja, für dich. Mach. Ja, lieber Gäste. Der Thorsten ist gerade aus Deutschland gekommen. Und die Verhältnisse von Deutschland hier in der Türkei ist natürlich die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass Thorsten gerade eingeht. Unterwegs werden wir noch mal kurz anhalten auf der rechten Seite irgendwo, dass wir erstmal Frischgetränk für Thorsten holen. Er muss sich ja wieder an die Klima hier gewöhnen. Genau. Ja? Ja, ansonsten sehen wir es vielleicht später noch mal. Genau. Ein lieber Gast, der meinen Flughafen kennengelernt hat und im Flugzeug und da hat der mir gesessen. Fährt rein zufällig auch, ist nicht ins selbe Hotel, aber in dieselbe Straße. Da lade ich ihn ein, einfach mitzunehmen. Kann man ja mal machen als guter Türke, hätte ich mal gesagt. Ich bin zwar noch keiner, aber dauert noch 8 Jahre. Ich habe die deutsche Integration bekommen und Thorsten bekommt gerade auch die türkische Integration. Genau. Brüderliche Integration, sagen wir jetzt dazu. Richtig. Hoş geldiniz abi. Dankeschön. Und dir auch willkommen. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Pause. So, meine Lieben. Endlich angekommen. Ja, ging eigentlich relativ fix alles. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass der da oben Leute zusammenbringt, die einfach zusammengehören. Denn dieser Supermensch, mit dem ich da jetzt unterwegs war in dem Bus, hat komischerweise in genau dem gleichen Gebäude, wie ich eine Wohnung gehabt. Und hat mir jetzt mal so einiges Interessantes darüber erzählt. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, was mein Verkäufer mir darüber erzählt. Denn mit diesen Informationen, die ich jetzt gekriegt habe, ja, nehme ich die hier alle auseinander. Aber erstmal abwarten, schauen und gucken. Und manchmal denke ich mir wirklich, da oben ist irgendjemand und sagt, pass auf, Schicksal. Ihr gehört zusammen, tauscht euch aus und lernt euch kennen und schaut, was passiert. Leute, ich bin so unendlich dankbar, dass ich diesen Menschen da eben kennenlernen durfte. Weil, wie gesagt, er hat genau in dem gleichen Gebäude, in genau dem gleichen Komplex auch eine Wohnung gehabt, wohlgemerkt. Ja, und ich lasse mich einfach mal überraschen. Wie gesagt, ich muss die nächsten Tage noch ein bisschen recherchieren. Habe jetzt genug Zeit dazu. Und habe jetzt auch eingecheckt in meinem Zimmer. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wiedererkennt. Ich habe mein altes Zimmer wieder gekriegt. Sofort, das ging alles ganz schnell an der Rezeption. Oh, I remember you. Haben sich gleich gefreut, ja. Und oh, herrlich, ja. Dieses Lächeln, das ist immer, das ist unbezahlbar. Und ja, habe auch mein altes Zimmer wieder gekriegt. Wie gesagt, ging alles ratzi-fatzi hier super schnell, unkompliziert. Ne? Also, demnächst kommen wieder gute Videos, Leute. Aber ich muss heute erstmal ein bisschen runterkommen, weil es ist doch ganz schön schwül. Und ja, wenn euch das gefällt, was ich mache, oder wenn euch gefällt, was vielleicht auch in Zukunft kommt, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen hoch, einen Daumen runter, einen Kommentar. Aktiviert die Glocke. Und jetzt die nächsten 4 Wochen wird es auf jeden Fall interessant, es wird spannend. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt einfach dabei. Und damit sage ich erstmal für jetzt, für heute, bye bye. Man sieht sich. Ciao, ciao.